Kapitel 2. Eine Nacht im Global. Was genau ist das Global? Ach, das Einkaufszentrum wahrscheinlich. Stimmt, da hängt das Global-Ding. Wow, das war spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Hast du nichts zu tun? Das hier ist kein Lagerfeuer, Funker. Komm schon, Salvador. Ich finde, ich habe ein wenig Anerkennung verdient. Ich meine, erst die Aktion mit dem Kran und dann auf dem Rückweg auch noch diese Geschichte mit den Alligatoren. Alligatoren? Ich bitte Sie. Du wolltest die Geschichte ja nicht hören. Ach, verdammt! Gibt es Probleme, Delvin? Mehr als genug. Ich denke aber, wir kriegen die Kapsel tatsächlich noch einmal startklar. Es ist nur eben nicht ungefährlich. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Was genau bedeutet nicht ungefährlich? Für den letzten Zeitsprung haben wir jahrzehntelang Daten gesammelt. Für diesen hier haben wir einen angebrochenen Abend. Wenn ich mich verkalkuliere, dann könnte es sein, dass wir uns bei dem Transport in kleinen Scheibchen über einen Zeitraum von 3 Wochen verteilen. Dann darfst du dich eben nicht verkalkulieren. Dann darf ich mich eben nicht verkalkulieren. So einfach. Was brauchst du denn noch für den Start? Naja, als allererstes bräuchte ich das exakte Datum. Die zeitlichen Zielkoordinaten, wenn man so will. Und dann? Das ist nicht ganz unkompliziert. Geht es auch präziser, Pilot? Ich brauche ein Atom. Ein Atom? Gibt es hier nicht genug davon? Ja, nein. Ich brauche ein ganz spezielles. Eines, durch dessen Quantenmatrix wir zu der entsprechenden Zielzeit reisen können. Ah, so ist das. Na, zu dumm, dass ich mein Quantenmikroskop nicht dabei habe. Ich hab doch gesagt, es ist kompliziert. Konzentrieren wir uns erst einmal darauf, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Genau. Das Wichtigste ist, dass wir uns schnell auf die neue Situation einstellen. Wir brauchen mehr Informationen, um das Missionsprofil anzupassen. Okay. Ich glaube, Nigel hatte einen Plan. Er hat mir einen Datenkristall gegeben. Wenn wir den zweiten auch noch finden können, lässt sich bestimmt rekonstruieren, was er herausgefunden hat. Datenkristall. Gib mal her. Was soll das sein? Eine Art Speichermedium? Ich glaube... Und dafür hat sich der alte Trottel in den Tod gestürzt. Ich habe immer geahnt, dass ein Mangel an Objektivität irgendwann die Mission gefährden würde. Und jetzt sitzen wir hier. Nur noch 2 Mann. Hey! Ach, Madame möchte auch einen Beitrag leisten. Na, da bin ich aber mal gespannt. Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Art Bibliothek. Dort finden wir bestimmt alle Informationen, die wir brauchen. Eine Bibliothek. Hast du darum so lange gebraucht, bis du uns gefunden hast? Ich wusste doch gar nicht. Während andere ihr Leben riskieren, geht Madame erstmal eine Runde lesen. Gut gemacht, Faye. Also das ist doch... Kein Wort mehr. Ich habe weitaus Wichtigeres zu tun, als mir dein Gestammel anzuhören. Wenn du dich unbedingt hervortun möchtest, dann bitte mit konstruktiven Vorschlägen. Was für ein Arschloch. Wieso reisen wir nicht so weit in die Vergangenheit, wie es nur geht? Studie 478. Für Beeinflussung müssen Menschen Problematiken realisieren können. Wir brauchen eine Zeit, in der es bereits ein Klimaproblem gab, um erfolgreich infiltrieren zu können. Das sehe ich auch so. Wir suchen einen äußerst schmalen Zeitkorridor. Der Klimawandel muss bekannt, aber nicht zu weit fortgeschritten sein. Also die temporale Nadel im Heuhaufen? Dazu sag ich mal nichts. Hat noch jemand einen ernstzunehmenden Vorschlag? Eigentlich ist doch klar, was wir tun müssen. Wir gehen rüber in die Bibliothek und suchen dort nach... Nein, ich habe einen besseren Plan. Ich werde mich in dieser Bibliothek da drüben umsehen. Auch gut. Vielleicht finde ich ja sogar ein Gerät, um die Daten auf diesem Kristall auszulesen. Ich habe ein paar Terminals gesehen. Danke, Funke. Die hätte ich wohl auch noch gefunden. Und vergiss nicht, dass es noch einen zweiten Kristall gibt. Nigel sagte... Nigel war ein idealistischer Querkopf. Ich kann mir schon vorstellen, wie sein Plan ausgesehen hat. Aber... Hör gut zu, Funke. Ich bin jetzt der ranghöchste Offizier bei diesem Einsatz. Es wird gemacht, was ich sage. Und ich will mir jetzt erst einmal selbst ein Bild machen. Irgendwelche Einwände? Nein? Dachte ich mir doch. Was hat er nur gegen mich? Nimm es nicht persönlich. Ich glaube, er ist noch aufgebracht wegen der Sache mit den Alligatoren. Der Trick mit der Hose hat zwar funktioniert, aber Salvador ist einfach niemand, der sich gerne bloßstellen lässt. Okay. Man kann fragen, wie kommt das ganze Zeug hierher? Was haben wir wahrscheinlich aufgestellt hier? Der Klappstuhl. Man hat den Klappstuhl ausgegraben. Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier zu sehen. Nur Fussel. Geld würde dir jetzt auch nichts viel bringen. Schreibtafel.
Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. Oh. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. 2:54 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phönix' Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot. Wurden gerettet. Von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Und warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. Okay. So. Daten wurden gelöscht. Geschieht ihm recht. Okay, Display ansehen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist für irgendwelche Messgeräte oder so. Kann man sich anschließen irgendwo? Ah. Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Okay. Geht nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die anderen doch auch nicht wieder lebendig. Tasche? Delvins Tasche. Na okay, da will ich eigentlich nicht rangehen. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Weil weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Ich glaube, Delvin ist da, ist ein ganz okay. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Also hier haben wir auch wieder so ein aufgebautes Mechanismus-Ding. Die werden irgendwie alle so aufgebaut. Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, was? Schmetterling! Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, was? Schmetterdinger gibt's also noch, und das ist ja okay. Im Sommer spiele ich auch immer oft mit Schmetterdingern. Dina und Johann haben die Lampen gebaut. Ich konnte das nie gut. Ach, die werden so... okay. Huh! Hey! Hey! Aber ein bisschen Strom sparen. Klima und sowas, ne? Weiß Bescheid. Küche. Wow. Öl, Gaskocher, Pfanne. Josseps Pfanne. Den Rest muss die Abteilung fossile Brennstoffe zusammengekratzt haben. Das ist nur für den Notfall gedacht. Falls uns die Pillen ausgehen. Falls dir die Pillen ausgehen, wozu brauchst du denn bitte noch Pillen? Josep und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Okay. Ansehen. Eine verriegelte Truhe, in der Salvador seinen Kram bunkert. Öffnen. Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Na, ich glaube schon, dass das zu machen ist. Nein, nein. Nein, nein. Sie ist mehrfach verriegelt. Ach, was will ich auch mit Salvadors Kram? Kühltruhe? In diesen Kühltruhen kann man Lebensmittel oder Medikamente lagern. Wir nutzen sie aber meistens, um Arbeitsproben zu konservieren. Alles klar. Sie ist zugefroren. Verständlich. Da sind nur Delvins Pflanzenproben drin. Okay, dann haben wir hier noch einen Container. Was haben wir denn da drin? Darin haben wir den Kleinkram transportiert, der während der Bootsfahrt nicht nass werden durfte. Ach so, okay. Das ist ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Okay, und... Hey! Weg da! Oh, so süß. Was für ein lustiges Tier. Ich hätte vielleicht netter sein sollen. Nicht mehr lange und es ist ausgestorben. Oh, das ist natürlich traurig. Also jetzt wirklich traurig. Kohletabletten zum Aufbereiten von Wasser. Salzwasser, falls wir uns vergiftet haben. Und Desinfektionsmittel. Salzwasser, falls wir... Ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles... Delvins Schlafsack? Salvador hat seinen Schlafsack gar nicht erst ausgepackt. Eine Batterie. Das hätte sicher wehgetan, wenn Delvin sich da draufgelegt hätte. Ich nehme sie da besser raus. Oh, das wäre gemein. Er will sich bestimmt auch bald ausruhen. Und mein Schlafsack, alles klar. Salvador war richtig froh, als wir die endlich ausgerollt hatten. Er meinte, auf die Art lassen sich wenigstens wichtige Dinge sicher stapeln. Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht. Oh, eh. Hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Hä? Was jetzt? Okay. Wir gehen mal weiter. Eine Batterie. Ach so, eine Batterie sogar noch. Gucken wir mal, was hier so. Ah, man.
Delvin, hallo. Lass mal mit dem Delvin reden. Er scheint ziemlich erschöpft zu sein. Du siehst müde aus. Aber irgendwie auch erwachsener. Haha, so schlimm? Ja, schau dich doch mal an. Viel ruhiger und erfahrener. Ist auch viel passiert in den letzten 12 Stunden. Aber weise und alt wird man so nicht. Da hast du recht. Hoch kann ich nicht. Dann gehe ich mal hier rüber. Dass die Leuchtschrift noch funktioniert, wundert mich. Zuverlässig, strahlend hell und sauber. Ebenfalls mit Motten wahrscheinlich betrieben oder sowas. Aggressiv, eklig laut und unruhig. Es scheint immer noch zu halten. Dann erklimmen wir das mal und folgen dem Delvin. Ah, das ist klar. Er hat uns rausgefunden. Plasmabohrer. Warum hast du den Bohrer mitgebracht? Warum hat Nigel dich auf die Mission mitgenommen? Weil er mir vertraut hat. Der Bohrer ist wenigstens noch nützlich. Würdest du bitte meine Sachen in Ruhe lassen? Das ist kein Spielzeug. Spielzeug? Salvador. Salvador? Was gibt es? Geht's voran? Mhm. Das ist ein völlig primitives Sicherheitssystem. Die geschützten Daten dieser Bibliothek lesen sich wie ein offenes Buch. Das mit Sadi tut mir leid. Sie... Es ist nicht deine Schuld. Ich will dich um eine kurze Pause bitten. Ich bin todmüde. Madame möchte also Urlaub machen? Nur etwas Schlaf. Ich habe so viel geleistet und... Hör zu, Funke. Das ist eine sehr wichtige Operation, verstanden? Auch meine Freunde sind gestern gestorben. Wenn wir hier faulenzen, war ihr Tod völlig sinnlos. Aber das tue ich doch gar nicht. Hier ist noch einiges zu tun. Wie denkst du, könnten die nächsten Schritte aussehen? Ich könnte den zweiten Datenkristall suchen und... Bei einer Kletteraktion in den Tod springen? Wir haben schon einen Piloten verloren. Es gibt sicher einen anderen Weg nach unten. Okay. Ich könnte versuchen, Hilfe anzufordern. Wenn ich funken will, Funke, dann frage ich Delvin. Du kannst doch sicher Wichtigeres beitragen, nicht wahr? Wenn ich funken will, Funker. Will mich verarschen? Ich bin der Funker. Ich könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. In dem Koffer ist die Sonde. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Gut, okay, jetzt darf ich also doch an das Zeug. Wenn wir dabei sind, nehmen wir doch sicher irgendwas anderes noch mit. Nee, tun wir nicht. Gut, okay, dann halt nicht. So, Plasmabohrer. Oh je, ich hoffe, das klappt. Hey, es hat funktioniert. Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo. Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. Okay, Sonde. Du hast sie doch nicht fallen lassen. Nein, alles in Ordnung. Ich muss das Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. Okay. Nigel? Salvador! Ich habe Nigel gesehen! Hinter der Wand! Er lebt! Das war bloß ein Hirngespinst. Aber er... Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Wir müssen ihm helfen! Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen! Er lebt und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Geh schlafen. Interessiert es ihm gar nicht, dass da gerade jemand die Sonde genommen hat, einfach so?
Selbst wenn es nicht Nigel war, aber irgendjemand muss die Sonde genommen haben. Und er wusste, dass die Sonde da war. Ah, ich kann hochgehen. Irgendwer wusste, dass die Sonde da durchgeschickt wurde. Klappt alles? Naja, der Farbmodulator macht mir immer noch Sorgen. Das Licht kippt leicht ins Rötliche. Ich habe Angst, dass mir der Aufbau so in Kürze den Tisch durchschmort. Oh. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Okay. Nigel lebt noch. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Danke, ich komm schon klar. Er meint es ja nur gut, ne? Wird das jemals wieder so werden wie früher? Wie meinst du das? Vor einer Woche saßen wir zu dieser Zeit zusammen und haben uns Geschichten erzählt. Seitdem gibt es nichts anderes mehr als diese Mission. Das ist so... so... ungerecht? Ja. Warum brauchst du die Membran nochmal? Du hast es wohl doch nicht so ganz verstanden, hm? Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Das Licht muss also blau bleiben. Okay. Danke. Ich mach dann mal weiter. Bis nachher.